So, an die Zuschauer, meine Schwester im Herrn ist Germani und sie erzählt heute, wie sie zu Jesus gefunden hat. Genau. Okay, wie war das Leben vor deiner Bekehrung? Warst du schon immer bei Jesus? Also ich fange mal an, ich komme aus Kenia und meine Familie früher, ich hab bei meiner Oma gelebt und sie war Christin, Ja. schon seit Geburt, seitdem ich sie kenne. Meine Opa auch, meine Familie und ich bin immer auf die Kirche gegangen und mit Oma, aber das war halt, ich bin da drin geboren. Für Ja. mich, ich kannte nichts was anderes, ich war da drin geboren, aber jetzt so. Für mich war das normal, das war so wie traditionell eher zu Ja, das sagen. verstehe ich, Das war kenne jetzt irgendwie nicht so, ja, ich liebe Jesus, ich will mit Jesus gehen. Das ich. war ja Ja, keine Entscheidung, ich kenne bin einfach da drin geboren. Und dann, genau, so mein Leben mit vor der Bekehrung war das, ich bin zur Kirche gegangen sonntags, aber für mich war das jetzt nicht so bedeutungsvoll, sage ich mal so. ich. Das war für mich normal, weil meine Oma geht zur Kirche, dann gehe ich halt auch mit, ne? Das war einfach Tradition, ne? Genau, das war einfach für mich so wie Ja, so Tradition. kenne ich das auch. Genau, dass die Eltern mitgehen, die Ja. Cousine und alle gehen mit und du gehst einfach mit, weil das ist jetzt irgendwie nicht, also das war nicht meine eigene Entscheidung, dass ich mit Okay. Jesus gehen möchte. Genau, so war Gut. mein Leben vor der Bekehrung. Wann war dann der Punkt oder wie war die Situation, wo du dann mehr wissen wolltest? Also wo ich klein war, glaube ich, so zwischen 8 Jahre, muss ich so sagen, so ungefähr, ich bin mir nicht ganz sicher, da habe ich immer sehr, sehr oft, also ich konnte immer sehr geistliche Sachen wahrnehmen. Schon von Anfang an so. Ja, schon von Anfang an. Und danach habe Okay. ich halt natürlich meine Mutter erzählt und meine Oma und sowas, ne? Ich habe halt so Schatten gesehen oder dunkle Figuren oder Ja. sowas halt, ne? Oder manchmal Stimmen gehört und ich habe denen das erzählt und die meinte, nein, das ist nur Fantasie oder Okay. das gibt's halt nicht. Und ich war dann da sehr alleine gelassen. Und dann habe ich das immer weiter und weiter gesehen. Auch nachts bin ich geschlafen, aber da hatte ich immer Angst, habe ich dann immer, wollte ich immer Licht anhaben, aber Ja. durften wir nicht, ne? Und ich habe diese Gestalt immer gesehen halt. Und zu Hause, aber auch im Alltag, wo ich am Spielen war, Okay. konnte ich eine Gestalt sehen und ich so, okay. Aber danach irgendwann mal habe ich da keiner erzählt, weil keiner hat mich geglaubt halt. Ne? Die dachten, ja, das sind Kinder, die sehen halt sowas, aber die erzählen irgendwelche Fantasie. Und da habe ich mir gedacht, okay, du bist nicht allein. Die glauben jetzt Ja. zwar nicht, ne? Aber es gibt diese zweite, sag ich mal, die geistliche Welt, die ich immer Ja. dann gesehen habe. Obwohl ich zur Kirche gegangen bin, aber keiner hat mich beigebracht, dass ich jetzt Autorität übernehmen kann, wenn ich irgendwas sehe oder so. Also das war wirklich nichts. Also ich habe da, ich war sehr, sehr alleine Okay, gelassen. das hat ja auch keiner, konnte ja auch keiner erzählen aus deiner Familie nicht, ne? Ja. Und ja, das war für mich eine schwere Zeit, aber dann habe ich alles zugemacht und halt keiner erzählt und halt gesehen und habe mich daran gewöhnt halt. Ne? Irgendwann mal hatte ich auch keine Angst mehr, Okay. weil ich dachte mir, ja, ich sehe die Sachen, die andere nicht sehen. Das war halt für mich natürlich. Ja. Okay, kam dann jemand auf dich zu und hat dir von Jesus erzählt? Oder wie war dann danach dein Erlebnis, wo du den ersten Berührungspunkt mit Jesus bekommen hast? Also bei mir war das hat so sehr lange gedauert, weil ich war ja halt da mit meiner Oma, mit meinen Eltern und die haben immer von Jesus auch gehört und sowas. Wir sind ins Kirche gegangen, aber das war jetzt kein Entscheidungspunkt. Und danach, wo ich erst in Deutschland kam, dann Ja. habe ich hier gelebt und ich weiß immer früher, nochmal noch eine Sache, wo ich in die Kirche gegangen bin mit meiner Tante, das war eine andere Gemeinde. Ja. Und da haben die dann Lobpreis gehabt. Und wo die Lobpreis gehabt haben, ich saß dann halt so da und ja, wie Kinder spielen oder irgendwie Ja. rumgucken, nicht wirklich zugehört. Und davor, wo die dann Lobpreis gesungen haben, an die ganze Wand, also von links bis rechts, also die ganze Wand, ich Ja. habe angefangen so Schriften zu sehen, als ob jemand schreiben Oh würde. wow, okay. Ja, und das war für mich so, aber diese Schrift war so leuchtend, so wie
Gewitter, so wie Blitz. Ja, so hell war dieses Licht. Kann ich mir vorstellen. Genau, und da wurde natürlich geschrieben, von da bis Ende, bis unten. Und ich denke mir so, sehen die das, die Menschen das nicht? Und ich gucke und ich sehe das und ich wusste aber in mir drin, wusste ich, dass das ist Gott. Wow. Ja. Konntest du die Schrift entziffern? Nein, die Schrift war so eher hebräisch. Also okay. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ja. Weil ich konnte das auch nicht lesen. Mhm. Ich wusste, dass irgendwas, aber ich wusste, ich hatte auch keine Angst. Ich wusste, dass das kam von Gott. Das okay. war, weil das, diese Atmosphäre, da war alles komplett anders, ja? Wow. Und natürlich, ich hab immer Gott gefragt, was hast du da geschrieben, was ich gesehen hatte? Und nach der Gemeinde habe ich auch meine Tante dann davon erzählt. Ja. Meinte, ja, keiner hat gesehen. Ich war daran gewöhnt, dass keiner was sieht, aber ich dann halt ein paar Sachen immer sehe oder höre. Ne? Und für mich war das dann so, okay, dann keiner hat gesehen, aber ich habe es gesehen, ich weiß, was ich gesehen habe. Ja, es war wirklich da. Das war mit meinen physischen Augen. Genau. Genau, das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie Vision hatte oder geträumt habe oder irgendwas. Das war real. Das war real. Und ich hatte so, und ich wusste immer, Gott ist immer bei mir. Ich habe immer manchmal in meinem Herzen auch gebetet. Und so in meinem Herzen, Gott, bitte mach, dass es nicht regnet oder ja, sowas. Ja. Und es ist wirklich tatsächlich passiert. Aber so mich jetzt entschieden, ich habe immer nicht viel verstanden. Ich habe die Bibel auch nicht gelesen. Ich kannte die Bibel halt nicht nur von der Kirche jetzt hören oder Weihnachten. Aber sonst war das jetzt nicht irgendwie, was ich da gelernt hatte. Okay. Und so verlief meine ganze Kindheit, bis ich Teenie war und bis ich jetzt erwachsen war, wo ich dann in Deutschland hier hinkam. Ne? Und dann, wo ich dann hier kam, eines Tages, meine Tante, ich habe eine Tante, die wohnt in Italien. Mhm. Und das war Weihnachten und ich wollte sie unbedingt besuchen. Okay. Dann bin ich natürlich dahin gefahren, sie zu besuchen. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit und das war anders. Und wo ich da war, das war 2 Wochen während der Ferien. Sie hat so gebetet. Sie ist morgen früh aufgestanden, sie hat voll gebetet. Sie hat Gott gepriesen und sie hat mir erzählt, weißt du was, Gott hat das und das gemacht. Gott hat mich mit das und das versorgt, mein Alltag war so gesegnet. Das war anders und ich dachte mir so, ja. Ich habe sie so beobachtet und ich dachte mir, dieser Jesus, was sie lebt, kenne ich gar nicht. Das war für mich, sie war so, das war so lebendig, ja? Ja. Was ich gesehen hatte. Also das war eine richtige Beziehung mit Gott. Das andere war so, ja, wir gehen zur Kirche, ja, so, ja. Das war, man muss, ja, genau, da war keine, ich habe keine Liebe gespürt, ich habe nichts gespürt, aber ich gehe zur Kirche, das war Tradition, so wie wenn man Weihnachten feiert, das war jetzt nichts, ne? Aber dann war deine Tante? Weil meine Tante, ich dachte mir, das ist komplett, die sagt, ja, ich liebe Jesus und sie war voller Leidenschaft, voller Feuer, sie betet fast 2, 3, 4 Stunden und ich denke mir, was ist das für eine Beziehung und die kommt zu Hause und die erzählt mir Wunder nach Wunder nach Wunder nach Wunder. Ich dachte mir so, das hat mich so, also ich war umgehauen und ich war so, ich dachte, okay, dieser Gott, was ich bei meinen Tante sehe, genau das ist dieser Gott, was ich haben möchte, natürlich. Was, ja. Genau, was? Und das ist für mich war eine große, so, das ist, sie hat das vorgelebt, wie ein Christ sein sollte, sag ich mal so. Ja, das ist der Schlüssel, ne? Genau, und ich konnte das sehen und ich wusste, das ist ein Unterschied. Das war zwischen meiner Oma und sie oder was ich kennengelernt habe, wo ich in Kea war mit meinen Eltern und alle meine Cousinen. Das war eher, ja, das war keine Beziehung, ich habe das nicht gesehen. Ne? Aber da habe ich das gesehen und ich dachte, ich möchte das haben. Und dann, natürlich bin ich erstmal nach in Deutschland gekommen, wieder zurück nach dem Urlaub. Und dann habe ich mich entschieden, ich möchte mit Gott gehen, weil dieses Feuer war angezündet, was ich bei ihr gesehen habe, ist einfach rübergekommen. Und ich wollte in meine Herzen, dann dachte ich, ich will ab jetzt mit Jesus gehen. Und natürlich war das für mich eine Entscheidung, habe ich dann getroffen. Und wo ich Teenie war, natürlich bin ich immer feiern gegangen. Also keine Alkohol oder sowas, aber rausgegangen, ja, Wochenende, ne? Mit meinen Freundinnen und so. Und wo ich mich für Jesus entschieden habe, hat sich alles verändert. Erstens, meine Freundinnen sind alle weg. Die Freunde, ich war so wie isoliert sozusagen. Weil was die gemacht haben früher mit Feiern rausgehen, so reden, diese Wettliche, ne? Ich wollte zwar dahin, aber ich konnte nicht. Das hat nicht mehr gepasst. Irgendwas war neu. Irgendwas hat mich da zurückgehalten, ne? Genau, ich konnte nicht mehr genießen. Jetzt würde ich dann wissen, wie haben deine Eltern reagiert?
Du warst ganz verändert, ne? Ich war komplett verändert. Und meine Eltern halt, die haben das so gesehen, dass ich nichts mit meinen Freunden, die früheren Freunde, dass ich nicht, die rufen mich an, komm doch feiern, heute kommt ein Konzert über eine Sänger, die wir toll fanden früher. Ja. Natürlich kommt es so, nein, ich konnte einfach nicht. Also, auch wenn man vielleicht es wollte, aber mein Herz, ich konnte nicht. Dieser Spaß war für mich weg. Und meine Eltern seitdem haben die gemerkt, warum machst du nicht mehr mit deinen Freunden ja. was, ne? Ab da haben die irgendwas zu merken, irgendwas ist anders. Und natürlich habe ich denen dann erzählt, ja, ich habe mich jetzt für Jesus entschieden und ich will in die Kirche gehen und ich will das komplette Programm natürlich mit Jesus anfangen, sage ich mal so. Und alles hat sich geändert. Meine Eltern haben das natürlich gemerkt. Mhm. Und die wussten, okay, sie meinen das jetzt ernst. Das ist nicht so diese, was sie kennengelernt hat von Kind her, ja. und Oma und Opa. Sondern und richtig. Genau. Und die haben gemerkt, da fängt irgendwas anderes an. Und genau. Und so okay. haben die das ja rausgefunden, also sozusagen. Ja. Das ist echt wunderbar. Ja. So, Moment. Und danach, wo du für Jesus gebrannt hast und immer noch brannst und eine leuchtende Partnerin bist, wie sah man deine erste Erfahrung mit Menschen aus, bis du dann losgegangen hast, Menschen erzählt von Jesus? Von dir selber oder wie? Nee, erstmal habe ich es an eine Gemeinde gefunden, das war in Dortmund. Ja. Da natürlich war ich da und wir haben da, also ich habe natürlich mit anderen Schwestern im Glauben natürlich, ne? Ja. Sehr viel Gemeinschaft gehabt, damit ich wachse im Geiste halt. Auf das war für Fall. Mich so diese Schritt für Schritt, erstmal Bibel lesen, ja. also diese intime Beziehung wirklich anfangen zu leben. Und das war meine erste, das ist die erste Zeit, wo ich jetzt bekehrt war und ich war voller Feuer und was ich wollte getauft werden mit dem Heiligen Geist. Das war für mich der nächste Schritt, dass ich unbedingt wollte. Ich wollte in die Zunge sprechen und ich will getauft werden in den Heiligen Geist. Ne? Und habe immer darum natürlich gebetet und andere in die Gemeinde gehört, die gebetet haben in den Heiligen Geist, in Sprache. Und dass die auch den Heiligen Geist empfangen haben. Und da, von da war halt mein nächster Schritt, meine Sehnsucht, ich will den Heiligen Geist auch jetzt haben. Ich will diese Taufe haben. Okay. Genau. Wo hast du den Heiligen Geist dann, wie hast du das dann bekommen? Also zu Hause oder? Nee, also das war Gemeinde. In die Gemeinde. In okay. die Gemeinde. Also ich hatte mir vorgenommen, ich wusste immer in Pfingsten, die erstes Jahr haben die mir erzählt, Pfingsten kam der Heilige Geist und die Menschen waren erfüllt. Und ich sagte, nächstes Jahr Pfingsten. Und da war die Pfingstenzeit so nah gekommen, ich meinte, ich möchte in Pfingsten den Heiligen Geist empfangen. Wenn ich zur Kirche gehe, ich habe das fest in meinem Herzen auch Gott gesagt, ne? Wenn ich heute zur Kirche gehe, ich möchte getauft werden. Und natürlich, wie immer, der Pastor da war davor, der meinte, wer die Taufe des Heiligen Geistes braucht, soll nach vorne kommen, ich, ne, Hand aufgelegt und sowas. Und natürlich war ich sehr aufgeregt. Das war für mich eine neue Sache natürlich auch. Ich war sehr aufgeregt. Und danach hat der natürlich Hand auf mich draufgelegt, ne? Und es... natürlich habe ich angefangen direkt, es war so eine Kraft da, habe ich sofort angefangen in Zunge zu beten. Und danach hat der natürlich Mikrofon davor gehalten und das war so laut dann. Und ich höre mich anderer Sprache reden und ich so, ja, Jesus. Das ist wunderbar, dann Gott so zu spüren. Das kann man gar nicht in Worte ausdrücken. Genau, das war wirklich unglaublich. Ja. Ja, also ich hatte mich so gefreut und seitdem, ich habe natürlich die ganze Zeit weiter in Zunge gebetet, weil für mich war das so, das war für mich eine übernatürliche Erfahrung, die ich gemacht habe, halt, ne, mit dem Heiligen Glaub, Geist. Ja. Und die ganze Abend, ich war nur dankbar und dankbar und dankbar und dankbar und dankbar. Und das freut mich. Ja, das war wirklich schön. Nein. Ja, ja, das war wirklich eine sehr schöne Zeit mit dem Heiligen Geist auch. Okay. Ja, genau. Gut, hast du ein Erlebnis mit Jesus? Entweder aus der Vergangenheit oder was dich so beeindruckt hat, was du immer noch im Herzen hast. Ein Wunder oder was du mit Gott erlebt hast, eine ganz besondere Situation. Genau, das kann ich mir nochmal daran. Das war ein Tag, ich wollte zur Arbeit gehen morgens früh
Und natürlich habe ich mich mit meiner Cousine morgens ein paar Telefon getroffen und haben immer gebetet halt. Ne? So, das war um 5 Uhr morgens und 6.30 Uhr muss ich zur Arbeit sein. Dann sind wir auch früh aufgestanden, dann haben wir gebetet. Ne? Und wir haben nur in die Zunge gebetet halt. Ne? Und guckt, was der Geist tut für den ganzen Tag. Und dann war ich voller Freude. Diese Morgen habe ich mich fertig gemacht natürlich. Bin ich in mein Auto eingestiegen und ich war voller Freude erfüllt. Und ich habe halt angefangen, Gott zu preisen. Gott, du bist mächtig, du bist gut, du bist der Alpha und Omega, du bist... Ich war so in Anbetung, meine Herzenshaltung war komplett anders. Und dann natürlich bin ich auf meinen Arbeitsplatz gekommen und ich war voll am Preisen, innerlich und auch natürlich, habe ich gesagt, da war keiner Mensch da, ich war nur sogar zu früh auf der Arbeit. Da habe ich im Altenheim gearbeitet, genau. Dann bin ich heimgegangen halt morgens und ich war am Preisen und auf einmal, wo ich so tief am Preisen war, habe ich eine Stimme gehört. Die Stimme hat geantwortet, ich bin. Ich bin, also I am, das war auf Englisch, das war I am, ich bin. Weil ich war so, Gott, du bist mächtig, Gott, du bist der Alpha und Omega, Gott, du bist mächtig. Also ich habe alles, was ich von der Bibel kannte, ihn zu preisen, seinen Namen zu heben. Und ich habe diese Stimme, ich bin, gehört. Für mich war das eine unglaubliche Stimme. Und diese Stimme war halt nicht so, wenn du da sitzt, ich weiß, deine Stimme kommt von da. Diese Stimme war in mir drin und um mich herum, oben und unten. Das hat mich durchdringt. Ich kann das nicht erklären. Ich habe diese Stimme gehört in jeder Zelle und ich konnte nicht sagen, das kommt von da oder da. Das war überall. Das war überall, in, außen, also das war in meinem Geist, außen, physisch, oben, unten. Das hat den ganzen Raum sozusagen, wo ich da drin war, erfüllt. Ne? Wow. Und ich bin mit dem Tag, ich dachte so, ich habe Jesus Stimme gehört, natürlich. Ich war hin und weg, natürlich. Das war für mich eine sehr übernatürliche Erlebnis mit dem Herrn. Das glaube ich. Ja. Yeah. Und du hast gerade gesagt, dass ich bin. Das war ein Gänsehaut. So, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, von oben. Vom Kopf bis zum Füßen, wie Strom. Amen. Ja. Oh. Amen. Das ist Jesus. Das ist Jesus, genau. Okay. Yeah. Wenn jetzt Menschen das Verlangen haben, zu Jesus zu gehen, aber wissen nicht, wie soll ich das machen? Ich habe noch nie richtig gebetet. Was würdest du den Leuten erzählen, die Hunger haben? Genau, also eins kann ich einfach nur sagen, weil ich weiß, Jesus war immer bei mir. Von Anfang an, von meiner Erfahrung. Jesus, von Anfang an, bis ich Jesus wirklich mich entschieden habe, Jesus anzunehmen, war bei mir. Weil nach meiner Bekehrung hat der Herr mir sehr ganz genau gezeigt, wo er überall in meinem Leben war. Ich konnte das ganz genau sehen. Und ich weiß, wo ich klein war, ich erzähle noch kurz eine Geschichte, wenn es okay ist. Wo ich klein war, ich hatte eine... Ich weiß nicht, was das war. Ich hatte eine Allergiereaktion auf meine Beine. Das war komplett wund, dass meine Haut komplett weg war, dass man fast die Knochen sehen konnte. Und natürlich meine Mama, meine Eltern, die haben, also meine Oma, die waren bei jeder Arzt, die waren bei jeder Naturmedizin, überall, ne? Fast 2 Jahre. Und das hat nichts geholfen, wurde nichts geheilt, ich habe nur geweint. Und ich habe gedacht, Engel kommt und hol mich ab, weil diese Schmerzen, konnte ich das nicht mehr ertragen, als Kind auch. Und danach halt ist das so, wenn du schlafen gegangen bist, du deckst dich ja zu, du stehst morgen auf, alles hat da geklebt an dieser Haut. Und das war alles Schrei, ich habe geschrien vor Schmerzen und das war so unglaublich. Und ich habe gekämpft, seit ungefähr, glaube ich, 2 Jahre ging das. Das, egal was die gemacht haben, hat nichts. Das wurde immer noch schlimmer, fast du ein bisschen so Knochen sehen konntest, ja? Alles war, die beiden Füße waren wund und die Ärzte haben natürlich irgendwann mal aufgegeben. Die haben gesagt, das macht keinen Sinn, ist besser, wenn wir die Füße einfach abschneiden. Heftig. Das war in diesem Punkt und ich habe das gehört. Für mich natürlich war das so eine Schock, aber auch eine Erleichterung, weil ich dachte mir, dann habe ich diese Schmerzen nicht. Das ist weg. Dann ist es weg. Dann willst du einfach nur diese Schmerzen weg haben, weil du bist Kind und du denkst nicht so... War ein Schock, aber auch eine Erleichterung. Ja, ne? Verstehe ich. Cool. Und irgendwie anders gekommen ist, meine Mama meinte, geh zu diesem Arzt. Geh zu diesem Arzt und dieser Arzt bestimmt, keine Ahnung, vielleicht kann der helfen. Ja. Und danach sind wir irgendwie, das war für mich eine übernatürliche Erfahrung, weil Gott hat mir gesagt, ich war die ganze Zeit mit dir. Der Teufel wollte dich schon von klein an
immer angreifen. Ich hatte so viele Angriffe von klein an. Teufel wollte mich immer weg mit Krankheit und der hat mich wirklich, ich hatte sehr, sehr viele Angriffe als kleines Kind. Darum hast du auch die Schatten und die genau. Sachen gesehen, ne? Genau, genau. Also Teufel, der war immer nach meinem Leben. Der wollte immer mir was Böses antun. Ne? Und nach meiner Bekehrung habe ich das alles verstanden, weil der hier mir jeder Schritt von meinem Leben erklärt hat. Ja? Und danach waren wir bei dieser Arzt und dieser Arzt hat nur irgend so eine. Ich weiß, das war irgendwie so flüssig, irgendwas Flüssiges, hat ich mach einfach drauf machen, ja. Und gut ist. Ne? Und das war so, dann sind wir zu Hause gekommen, hat meine Mama das natürlich gemacht. Erste, zweite Tag war alles weg. Was? Wow. Innerhalb einer Woche war alles geheilt. Obwohl wir 2 Jahre, die waren schon geplant, dass sie meine Füße schneiden wollten. Und das war für mich eine, wirklich eine. Also ich wusste und Gott sagte dann, dass ich war das. Ich war da mit dir die ganze Zeit. Die ganze Zeit, ja. Und ich war, wenn ich darüber nachdenke, aber das ist unmöglich eigentlich, das kann nicht sein. Ratzenwahn kann man sich das nicht vorstellen. Nein, auf gar keinen Fall, konnte man sich nicht vorstellen. Das war wirklich, und meine Mama auch, die guckt meine Beine, innerhalb einer Woche war komplett fast ausgekommen, alles war weg, so wie weg. Und wir dachten uns, und danach am Ende des Tages, glaube ich, meine Mama wollte sich bedanken, dann haben wir gehört, das war eine alte Opa. Ja, nee, diese Person, diese Ärzte war dann gestorben, leider konnten wir uns nicht bedanken, wollten wir. Aber Gott sagte, ich war da die ganze Zeit bei dir, wo du Schmerzen hattest. Ich war die ganze Zeit bei dir. Ich hatte immer sehr, sehr viele Angriffe als kleines Kind. Und auch, dann hat der Herr mir von Bad Hall auch, dass meine Mama, sie war sehr jung, wo sie für mich schwanger war. Ja. Sehr, sehr jung, auch noch in die Schule. Also, ja. So 11. Klasse in der Schule war sie, dann wurde sie schwanger und die Eltern waren halt Christen und früher war das sehr streng, man durfte sowas gar nicht, das war eine, so wie... Wie eine, wie nennt man das? Das war wie eine Sünde. Genau, quasi. Genau, danach wurden deine Eltern keine Ehre gegeben oder gezeigt, ne? Also das war sehr, sehr schlimm und das, und natürlich hat sie auch Freundinnen gehabt und ihre Freunde haben ihr gesagt, treib das Baby doch ab. Mach das Baby doch weg und sowas. Guck mal, du hast ein Leben vor dir, du wirst keinen Mann kriegen. Und sie war, meine Mama, sie war komplett in Krise und sie wusste nicht. Sie wusste, da kriegt die Ärger hier bei Folie, die erzählen so. Also sie war da an sich selber, sie wusste nicht, was sie machen soll. In einer Zinkmühle. Genau, genau. Und der, mein Vater, sag ich mal, mein echter Vater, er wollte davon auch nichts hören und so. Und sie war halt alleine, junge Mädchen, du bist dann, du weißt, was du machen sollst, ne? Ja, klar. Das war für sie zu viel. Natürlich hat ihre Freundin ihr gesagt, ja, treib sie lieber auf, treib dein Baby, du sollst auftreiben, ist besser. Na, natürlich hat ihre Freundin alles vorbereitet und sie hat natürlich zugesagt und da sind die bis dahin gegangen und natürlich dann anders entschieden. Dann, ne? Und Gott hat, da hat Gott auch ist eingegriffen. Also Gott ist da gekommen und gesagt nein einfach. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Weil er mit dir was vorhat. Genau. Und war das lebenswert. Ja, genau. Und das war für mich so. Meine Mama hat mir das auch erzählt, bevor ich 20 Jahre war oder so. Ja, und das war für mich so eine Offenbarung, weil der Herr hatte in dieser Zeit zu mir geredet über Abtreibung. Und ich wusste nicht, warum sagt man Gott ganz über Abtreibung? Und dann hast du das verstanden, ne? Ja, und dann habe ich verstanden, weil ich habe gebetet vor alle Frauen, die Abtreibung machen wollen. Bitte machen. Ich habe alle gebetet, aber ich hatte diese Last. Ich höre diese Last tief in mir. Und danach natürlich hatte ich eine Zeit mit meiner Mama und danach auf einmal hat sie mir das erzählt. Und ich wusste, das war der Plan Gottes halt. Das war halt nicht so, weil ich habe gedacht, Gott, ich habe alle Gebete über Abtreibung, dass die Kinder, dass die Menschen Frauen beschützt, die diese Entscheidung treffen wollen, aber es ging um mich. Ja. Damit ich da einfach die Wahrheit weiß, woher das kommt. Und deswegen, wenn ich zurückgucke in mein Leben, Jesus ist immer bei euch, kann ich euch sagen. Ja. Ob ihr Jesus kennt, oder noch nicht kennt oder nicht, der ist immer in eurer Leben. In jeder Situation, der ist immer da. Auch wenn wir ihn manchmal nicht wahrnehmen oder hassen oder sauer sind oder wir wollen von Gott nichts wissen. Genau. Aber er ist da. Ja. Also ich war in so vielen Situationen, sogar viele, aber das wird zu lange dauern, diese Video. Deswegen, aber Gott ist immer da für uns. Immer da für uns, jeden Tag. Ich glaube, wir können auch sagen, wenn du wirklich wissen möchtest, egal, wenn du jetzt in einer Religion bist, und du möchtest wissen, Gott, zeig mich, wie ich will dich kennenlernen, wenn du von Herzen flehst, dann wird sich Gott dir offenbaren, ne? Hundertprozentig.
weil das ist ein guter Gott. Jesus ist so gut, der ist auch für uns gestorben auf dem Kreuz und Amen. Er hat alles getan für uns. Ja. Er will nicht mal eine Seele soll verloren gehen. Ne? Und ihr sollt nur euer Herzensschrei hören. Der Herr spricht immer in eurer Herzen. Immer. Immer. Und ich glaube, wenn ihr wirklich von Herzen sucht, wie du gesagt hast, ihr werdet Gott finden. Ne? Auf jeden Fall. Genau, ihr werdet Gott dann finden. Ja. Ja. Ja, cool. Das ist so sehr, sehr schön. Ja. Ja. Danke, dass du mir das erzählt hast. Mhm. Oh, gerne gemacht. Und dass du dann immer das hast. Mhm. Ja. Ja.